Hallo, mein Name ist Dominik und ich spreche heute darüber, warum freie Lizenzierung bei Bildungsinhalten notwendig ist und warum das Prinzip öffentliches Geld, öffentliches Gut nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch in der gesamten Gesellschaft gelten sollte. Das Prinzip öffentliches Geld, öffentliches Gut ist ein Grundprinzip und eine Forderung des Bündnisses Freie Bildung. Das Bündnis ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen, die sich für freie Bildung, freie Lizenzen der Bildung einsetzen. Wir sind ein Forum und eine Plattform für Akteurinnen und Akteure aus dem Bildungsbereich, die zusammenkommen, ihre Ideen miteinander teilen und dort Meinungen bilden. Diese Meinungen werden zusammengefasst und dann an die Politik herangetragen. So können wir als Bündnis Freie Bildung Impulse setzen für den politischen und gesellschaftlichen Wandel. Wir zeigen auch, wie ganzheitliche Bildungsprozesse durch offene Bildung aussehen und gefördert werden können. Unser Ziel ist es, gesellschaftliche Partizipation zu stärken und soziale Ungleichheit zu verringern. Wir sind der festen Überzeugung, dass offene Praktiken beim Lehren und Lernen ganzheitliche Bildungsprozesse fördern, soziale Ungleichheit verringern und gesellschaftliche Partizipation stärken können. Dafür ist es wichtig, dass alle Bildungsmaterialien ohne technische und rechtliche Hürden zugänglich, nutzbar und veränderbar sind. Software und Infrastruktur im Bildungsbereich sollten auch offen und frei zugänglich sein. Lehrende müssen darüber hinaus souverän mit dem Internet umgehen können. Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist dabei die Standardfreigabe von öffentlich finanzierten Inhalten. Hierbei geht es darum, dass alle Bildungsmaterialien, die aus öffentlichen Mitteln kofinanziert werden oder finanziert werden, standardmäßig als freie Bildungsmaterialien, Open Educational Resources oder auch kurz OER freigegeben werden und somit in offenen Formaten bereitgestellt werden, sodass sie für alle nutzbar sind. In diesem Sinne unterstützen wir auch die von Wikimedia Deutschland initiierte Kampagne, die sich auf die Produktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bezieht. Es geht hierbei darum, die dort produzierten Inhalte in informellen und formellen Bildungskontexten dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Die Rundfunkanstalten sind durch ihren klaren Bildungsauftrag prädestiniert dafür, ihre hochwertigen Inhalte für die Bildungsgemeinschaft und die Open Educational Resources Community zur Verfügung zu stellen. Die freie Lizenzierung könnte so positive Auswirkungen auf das Gemeinwohl haben, die Reichweite des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erhöhen, Steuereinsparungen bedeuten und zudem die Zusammenarbeit von Lehrkräften fördern. Frei lizenzierte offene Materialien begünstigen die Zusammenarbeit und die Kultur des Teilens zwischen den Lehrkräften dadurch, dass sie legal und meist kostenfrei vervielfältigt, verwendet, verändert und verbreitet werden können. Open Educational Resources können einzelne Materialien, aber auch komplette Kurse oder Bücher umfassen. Jedes Medium kann verwendet werden. Streaming-Videos, Multimedia-Anwendungen, Podcasts. All diese Inhalte sind OER, wenn sie unter einer offenen Lizenz veröffentlicht werden. Das bringt viele Vorteile mit sich. Durch erhöhte Nutzbarkeit und Zugänglichkeit hat jede Person dieselben Chancen, an Bildung teilzunehmen. Unterschiedliche Plattformen auf der ganzen Welt bieten freie Bildungsmaterialien an und viele Suchmaschinen ermöglichen mittlerweile die gezielte Lizenzsuche. Es stärkt die Zusammenarbeit. Gemeinsam können Bildungsmaterialien erstellt, aktualisiert, bearbeitet und perfektioniert werden. Freie Lizenzen sagen darüber hinaus genau, wie Materialien verwendet werden dürfen, wie mit ihnen umgegangen werden darf und verringern so Rechtsunsicherheiten. Darüber hinaus ist noch zu sagen, dass je mehr OER zur Verfügung stehen, desto größer wird der Nutzen für alle und große Teile der Gesellschaft profitieren durch die Kultur des Teilens, den Zugang und die Teilhabe. Daher muss die Politik, öffentliche Einrichtungen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk diese Vorteile nun endlich erkennen und nach dem Prinzip öffentliches Geld, öffentliches Gut handeln.